Wir haben heute einen exklusiven Termin bei dem wohl aussichtsreichsten Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. Hier wohnt er. Im 5. Stock. Naja, ist ja auch das höchste Amt. Ach du Scheiße. Hallo, ich habe einen Termin bei Herrn Sonneborn. Papa, ist für dich. Kommst du mal? Ja. Ja, gern. Schuhe aus, Arschloch. Herr Sonneborn, warum sind Sie der ideale Bundespräsidentschaftskandidat? Papa, du reist doch gerne. Wollen Sie mal die Urlaubsfotos meines Vaters sehen? Als zukünftiger Bundespräsident werden Sie dann ja auch ins Schloss Bellevue einziehen. Glauben Sie, dass Sie sich dort wohlfühlen werden? Natürlich wird mein Vater sich da wohlfühlen. Bellevue ist seit Gauck auf Altenbetreuung eingerichtet. Es gibt da 3 warme Mahlzeiten jeden Tag, geführte Reisen. Entschuldigung, Herr Sonneborn. Herr Sonneborn, kann Ihr Vater vielleicht auch alleine antworten? Natürlich kann mein Vater alleine antworten. Sag mal was, Papa. Was soll ich denn sagen? Gauck hatte mal über Freiheit gesprochen. Du könntest über Freizeit sprechen. Im Prinzip die ganzen alten Reden nochmal. Gerne. Genau, wir können uns einfach davor stellen und dann... Hinter mir nun die offizielle Pressekonferenz, auf der Martin Sonneborn seinen Vater als offiziellen Gegenkandidaten zu Frank-Walter Steinmeier präsentiert. Das sieht man doch, mein Vater ist 79. Das ist ein sehr gutes Alter für einen Bundespräsidenten. Das bedeutet auch, dass er uns nicht jahrzehntelang zur Last fallen wird, finanziell, wie zum Beispiel einer seiner Vorgänger namens Wulff, den, glaube ich, auch Frau Merkel ins Rennen geschickt hat. Haben Sie auch über andere Kandidaten nachgedacht? Selbstverständlich. Wir haben zuerst überlegt, einen personifizierten Gegenentwurf zu Frank-Walter Steinmeier aufzustellen. Neger Kalle Schwensen, eine Hamburger Kiezgröße, aber der hat abgesagt. Und wir haben überlegt, Murat Kurnaz aufzustellen. Den hätte ich sehr gerne als Konkurrenten für Steinmeier gesehen. Aber der ist noch zu jung, der sieht nur älter aus, weil er 4 Jahre lang gefoltert wurde in Guantanamo wegen Steinmeier. Mein Vater hat nie jemanden in Guantanamo sitzen lassen. Was unser Staat jetzt braucht, ist weniger Mutti und mehr Vati. Engelbert Sonneborn ist so ein Vati. Und damit gebe ich zurück zu Herbergs Vater, Oliver Welke, nach Köln. Ja.